Servus zu Barbecue aus Franken. Ist ja echt komisch, immer wenn ich zur Zeit ist, ja, Filmen anfangen will, fängt es zumindest dann genau an, wenn die Kamera läuft. Also musste die Kamera heute unter das Dach, soll ja nicht absaufen. Sprich, eine andere Perspektive. Aber auch hier wird ihr erfahren, was wir heute machen. Wir machen ein schönes Dutch Oven Gericht, das ich im Internet gefunden habe, ein bisschen abgewandelt habe, dass es richtig schön Dutch Oven tauglich ist. Und wir machen heute ein irisches Bierfleisch. Richtig schöne Geschichte, glaube ich zumindest, habe sie in der Form noch nicht gemacht. Und das werden wir jetzt gleich miteinander machen. Dazu gibt es ein paar Zutaten, die habe ich schon vorbereitet. Als Beilage dazu gibt es auch was Irisches dazu, aber später dann mehr. Also gucken wir mal, was wir jetzt erstmal brauchen. Ja, da sind sie, die Zutaten, immer unter der Prämisse, dass ich nichts vergessen habe. Und wenn, dann findet sie hier im Rezept. Oder ihr seht es, wenn ich plötzlich irgendwie im Video was reinschmeiße in den Topf, was ihr noch nicht gesehen habt. Aber ich zeige euch jetzt mal, was hier steht. Und ich denke mal, es sollte alles sein. Ich habe hier Kalbsform. Dann habe ich eine Scheibe Brot. Ich habe hier Suppengemüse. Das habe ich einfach ein bisschen klein geschnitten. Dann habe ich Zwiebeln. Das sind zwei Gemüsezwiebeln. Wie gesagt, Menge aus dem Rezept. Brauche ich eigentlich nicht dazu sagen. Klein geschnitten. Ein bisschen Kräuter. Dann nehmt ihr, was ihr wollt. Ich habe hier Thymian, Lorbeerblatt und Rosmarin. Dann habe ich richtig schönes irisches Bier. Brauchen wir. So muss das sein. Wir machen einen irischen Topf. Ein bisschen Malzbier. Dann habe ich Balsamico-Essig. Ich habe hier Rindfleisch, sprich Gulaschfleisch. Dann habe ich Butterschmalz zum Anbraten. Senf, das ist Dijon-Senf, also der etwas schärfere. Dann Tomatenmark, Zucker, Pfeffer, Salz. Sollte es gewesen sein, wie gesagt, ansonsten seht ihr im Laufe des Videos. Ich lege jetzt mal los, den Dutch Oven vorheizen und dann werden wir als allererstes einmal das Gemüse anschwitzen. Ein bisschen Butterschmalz in den Topf. Na, wenn es denn will. Da gebe ich jetzt das Wurzelgemüse rein und röste das jetzt einfach mal ein bisschen an. Jawohl, das geht relativ zügig. Wir haben ja auch gute Temperatur im Topf. Jetzt gebe ich jetzt Tomatenmark dazu. Kurz mit anrösten. Und jetzt lösche ich das Ganze mal mit einem Schluck von dem irischen Bier ab. Lass das Ganze ein wenig einreduzieren. Das lassen wir jetzt quasi so lange einreduzieren, bis ich es wieder knuspern höre, also sprich, bis wieder Röstaromen sich bilden. So, der Moment ist gekommen. Es fängt wieder das Sprutzeln an. Also die Flüssigkeit ist jetzt so gut wie weg. Und ich glaube, man kann es schon hören, es knuspert schon wieder. Jetzt kommt ein Schluck Malzbier dazu. Und auch das lassen wir genau wie das irische Bier jetzt verkochen. Und während es so vor sich hin köchelt, kann ich meine Gewürze schon mal, ja, ich habe so eine Art Gewürzei, da werde ich die reintun. Halt, eins ist neben dran gefallen. Mache ich den Deckel drauf und da kommt es dann später in die Soße mit rein. Wenn ihr sowas nicht habt, bindet die Gewürze einfach zusammen. Da gibt es auch einen Spezialbegriff, Garnier, was weiß ich, was Bouquet oder keine Ahnung. So, gleich soweit. Auch hier beginnt gleiches Knuspern. Jetzt brauche ich etwas Säure am Gemüse. Dazu nehme ich Balsamico-Essig. Ihr könnt Weißwein-Essig nehmen, Champagner-Essig, was ihr braucht, was ihr wollt, wie ihr lustig seid. Und gut ist es. Auch der darf ein bisschen verkochen jetzt. Das glasiert jetzt quasi richtig schön das Gemüse. Gemüse kann jetzt raus aus dem Touch-Ofen. Im Originalrezept wäre jetzt ein zweiter Touch-Ofen notwendig gewesen, um das Ganze zu machen. Da wäre es parallel dazu gelaufen. Aber brauchen wir nicht. Also Gemüse raus. Butterschmalz in den Topf. Und dann geben wir mal die erste Hälfte vom Fleisch da rein. Was ich immer wieder sehe, und gleich rühren. Fehler, lasst es erstmal liegen. Das pappt schon nicht gleich an. Ganz im Gegenteil, ihr werdet Röstaromen holen, dann löst sich es wieder weg vom Fleisch. Ansonsten zerrupft ihr das Fleisch bloß und ja, die ganze Flüssigkeit läuft aus und ihr kocht das Fleisch erst einmal, anstatt dass ihr es anröstet. Ja, schau mal. Jawohl, es löst sich. Schaut, ganz locker geht es vom Boden weg. Da liegt nichts an. Was? So, erste Portion. Was wir jetzt auch machen können, ich gebe ein bisschen Salz dazu.
und auch etwas Pfeffer, weil auch der Pfeffer kann ruhig einmal Hitze vertragen. Nicht übermäßig. Nimm bloß auch das Fleisch dann gleich raus. Und die zweite Portion geht rein. Und auch hier ein bisschen ruhen lassen, wie eben gerade. Selbe Prozedur. So, zweite Portion ist auch soweit. Auch hier ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das Ganze natürlich verhalten. Abschmecken tun wir es eh am Schluss. Und raus aus dem Topf. Und stattdessen die Zwiebeln dazu. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe die Zwiebeln in Würfel geschnitten. Besser wäre es gewesen, weil man soll es ja später in der Soße noch vielleicht ein wenig sehen. Wird es mir jetzt bei mir wahrscheinlich nicht mehr. Besser wäre es gewesen, ich hätte es in Streifen geschnitten. Aber egal, der Geschmack zählt. Und für euch schreibe ich es natürlich richtig ins Rezept. Wer hätte es gedacht? So, die Zwiebeln haben Farbe genommen. Gebe ich den Zucker dazu. Karamellisiere die Zwiebeln etwas. Dann lösche ich das mit dem Malzbier noch ab. Irisches Bier kommt dazu. Der Kalbsfond. Den Senf gebe ich dazu. Das sagt meine Frau immer. Du gibst überall deinen Senf dazu. Drinnen schön auflösen. Auch den Bodensatz ruhig jetzt ein bisschen wegholen. Der gibt Geschmack in die Soße. Der macht die Soße kräftig. Das Brot habe ich jetzt klein gewürfelt bzw. gerissen. Ja, zerbröselt, wie man es auch immer sagen will. Das kommt jetzt auch mit rein. Das Gemüse zurück. Und das Fleisch. So, dann lassen wir es nochmal kurz aufkochen und ich stelle es wie üblich in den Grill. Wie ihr Hitze an den Topf gebt, das ist eure Entscheidung. Macht's mit Kohle, macht's mit was weiß ich was. Ihr könnt ein Haus drumherum anzünden. Wäre auch blöd, wenn es das eigene ist. Nein, Spaß, also macht wie ihr meint. Und natürlich, weil ich es gerade so schön vorbereitet habe, kommt mein Gewürzsäckle, hätte ich beinahe gesagt. Mein Gewürzei da noch mit rein. Topf fängt das Köcheln an, beziehungsweise die Flüssigkeit da drinnen. Ich lasse jetzt umziehen in den Grill. Auf geht's! Was hier übrigens so schäumt, ist das Bier. Das gibt sich aber wieder. So, Deckel drauf. 180 bis 200 Grad. Dann sollte das fertig werden. In circa 3 Stunden. Schaut es immer wieder zwischenrein rein. Immer zwischenrein rein. Ja, ist eigentlich richtig, ob die Flüssigkeit noch passt und dass euch die Sache hier reinbrennt. Auf geht's. Zeit läuft. So, schauen wir mal. 2,25 Stunden sind jetzt vergangen. Und das Ganze sieht so aus. Ich muss dazu sagen, ich habe vor etwa einer halben Stunde noch mal ein bisschen Flüssigkeit dazu. Sonst wäre es mir einfach zu fest geworden. Gefahr einbrennen. Wollen wir nicht unbedingt haben. Das wird länger. Oh, das Düfte ist hervorragend. Ja, jetzt geht es natürlich weiter. Wir müssen unsere Beilage noch machen. Und dazu werden wir jetzt erst mal hier versuchen. Es wird oberlecker. Also, hat jetzt mit der Beilage nichts zu tun gehabt, aber die machen wir jetzt. Wir gehen in die Küche. Und da zeige ich euch, was und wie und wo. Du darfst noch ein bisschen hier. So, die Zutaten liegen schon auf dem Brett für unsere Beilage zu dem schönen Bierfleisch. Irischer Kartoffelbrei, genannt Call Cannon. Den werden wir heute machen. Und die Zutaten hier recht übersichtlich. Wir brauchen Salz natürlich nicht in den Mengen. Also Salz, wir brauchen etwa die Hälfte von diesem Wirschingkopf. Und Wirsing im Hochdeutschen, Wirsing hast du bei uns. Dann habe ich hier Lauchzwiebeln, so Frühlingszwiebeln. Ich habe ein bisschen Pfeffer. Ich habe hier Schinkenwürfel. Kartoffeln haben wir hier 1 Kilo. Die sind bereits geschält, die werde ich gleich noch würfeln. Butter und die Menge wird sicher nicht reichen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles drauf, was wir brauchen. Wenn nicht, kommt halt Milch fehlt noch. Tun wir nicht lange rum, haben wir schon dabei. Jetzt ist die Milch und somit sollte es alles komplett sein. Ich gehe es nochmal durch, das Rezept. Und wenn was fehlt, ich habe es vorhin schon gesagt, ihr seht es. Also, legen wir los. Ich schneide jetzt die Kartoffeln in Würfel, da braucht ihr nicht dabei sein. Genauso gut werde ich den Würsing
hier halbieren, die äußeren Blätter wegmachen und den Strunk rausmachen und den Rest in Streifen schneiden. Ich schneide auch die Lauchzwiebeln gleich. Das wird sonst zu aufwendig und das Video zu lang. Aber was da gemacht werden muss, das wisst ihr ja selber. Messer und schon geht's los. Ja, Kartoffelkochen sind ja Basics. Da braucht man nicht viel dazu sagen. Kartoffel, Wasser und Salz. Sind übrigens klassisch mehlig kochende Kartoffeln. Dann brauchen wir noch eine Pfanne. Die werden wir mal ein bisschen erhitzen, mittlere Temperatur. Da rein kommt die Butter. So, die Butter soll nicht braun werden, aber zumindest ein bisschen zerlaufen. Jetzt geben wir den Speck dazu. Ich gebe zu, ich habe da ein bisschen mehr, als ich ursprünglich bräuchte. Aber der Speckler war halt da. Ja, und den braten wir jetzt einfach in der Butter ein bisschen knusprig. Speck hat jetzt schon langsam ein bisschen Farbe angenommen. Das wird gut, das dürfte hervorragend. Butterspeck, das kann bloß gut sein. Jetzt den Würschigen dazugeben. Ihr werdet sehen, sieht nach viel aus, ist es gar nicht. Der fällt jetzt gleich in sich zusammen. Vorher ein bisschen aus der Pfanne. So, ihr seht, das Ganze nimmt gewaltig an Volumen ab. Fast schon soweit. Er sollte nur leicht bissfest sein, der Würsching. Und dann ist er gut. Jetzt können wir auch schon die Frühlingszwiebeln dazugeben. Ein Haufen Gemüse, das ist ja Gesundheit, was wir machen. Wenn die Butter unterwegs wäre. Aber gut, das ignorieren wir jetzt einfach. Gleich soweit. Dann können wir die Temperatur runternehmen und lassen uns noch ein bisschen davor hinziehen. So, meine Kartoffeln sind fertig. Die kann ich ausmachen und die werde ich jetzt abgießen. Kurz ein wenig abdampfen lassen und ich stampfe die Kartoffeln dann. Erstmal ein bisschen andrücken. Ein paar Stückchen Butter dazu. Ah, passt schon. Ein bisschen Salz. War ja im Wasser schon Salz. Pfeffer. Wenn ihr die schwarzen Pfeffer nicht drin haben wollt, nehmt der weißen Pfeffer. Hier ist das Wurscht. Ich brauche auch schwarzen. Und was ich auch reinmache, entgegen dem Rezept, ein bisschen Muskatnuss. Passt, halt andersrum. Passt hervorragend für die Kartoffeln und hervorragend zum Wäschchen. Wir brauchen es ja nicht übertreiben. So, auf geht's. Wieder stampfen. Gib noch einen Schuss Milch dazu, rühre das Ganze, wenn möglich, ohne Sauerei ein bisschen da unten. Ich habe natürlich die Sauerei schon. Und jetzt wird es gleich voll im Topf. Rein damit. Dann rühre ich das Ganze mal drunter. Sehr gut, schön stückiger Kartoffelbrei, also richtig Kartoffelstampf ist ja kein Brei. Und jetzt müssen wir den mal versuchen. Wie der so schmeckt. Sehr lecker. Ideale Beilage. Also, Kartoffelbrei ist fertig. Draußen mal Fleisch ist fertig. Was bleibt uns übrig? Teller und dann ja, versuchen. Kartoffelbrei ist fertig. Die Zeit ist hier um 3 Stunden. Und zwar fast genau auf die Minute. Ja, dann holen wir mal hier das Säckle raus, beziehungsweise. Na, hat seinen Zweck erfüllt. Soße haben wir auch schön. Alles eine richtig schöne Konsistenz. Ich hoffe, es ist nicht schon zu dunkel, dass man es noch sieht. Fleisch scheint weich zu sein. Schauen wir mal, müssen an der Soße noch irgendwas ran. Die Konsistenz gefällt mir auch gut. Ich lasse das Gemüse übrigens komplett drin. Ursprünglich sollte es raus, ich lasse es drin. Wäre mir zu schau dazu. So, schauen wir mal. Herrgott, die ist kräftig, jawohl, richtig schön. Alles aus und auf den Teller damit. So, mein irisches Bierfleisch mit dem hervorragenden irischen Kartoffelbrei. Also, das wird jetzt versucht. Es schaut oberlecker aus, es duftet oberlecker und ich freue mich richtig drauf. Das duftet ja wirklich sensationell. Ja, ich werde es jetzt mal versuchen, stellvertretend für euch. Und ich sage euch gleich, wie das schmeckt. Das erste ist, ich könnte es jetzt wieder, ach Gott, ich zeige es euch wieder. Vielleicht, nee, ich zeige es euch so. Das zerfällt.
Schaut, ihr könnt es da wirklich einfach so auseinanderziehen. Hervorragend. Mit der Zunge am Gaumen. Ja, klasse. Die Soße haben wir gerade schon probiert. Richtig lecker. Und der Kartoffel Stampf, den wir dazu haben, der nimmt natürlich wunderbar die Soße auf und schmeckt sehr, sehr gut. Oh, der Waschin kommt schön raus. Also das ist wirklich ein sensationelles Erlebnis. Ich habe das auf der einen Seite den salzigen Speck jetzt im Kartoffelstampf und dann den Würsing dazu. Natürlich ist er schön cremig durch die Butter, die da drin ist, und die Milch ganz toll. Und die Verbindung mit dem Fleisch, das ist wirklich, also dieses Bier, das schmeckt so raus. Also das ist wirklich klasse. Wer will, kann noch ein bisschen Essig dazu, weil er gerade steht. Aber ich persönlich würde es so lassen, wie es jetzt ist. Also das ist für mich ein ideales Bierfleisch. Schmeckt auch wieder ganz anders wie das Bierfleisch, was ich schon mal gemacht habe, so Bierzwiebelfleisch. Schmeckt ganz anders hier durch die Biersorten. Biersorten, ja, das passt natürlich prima dazu. Ich habe einen Auflöschle und das wird jetzt unser Abendessen. Also da kriegen wir alle was davon. Hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es dem so wäre, dann wollt ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich darüber freuen. Schreibt was dazu, packt es unten in die Kommentare rein. Und ich werde auf jeden Fall die Geschichten lesen, die ihr da so reinschreibt. Und wenn was zum Antworten ist, dann mache ich das auch. Was will ich noch sagen? Ja, Kanal abonnieren. Da kommt das Logo von Barbecue aus Franken. Klickt da bitte drauf. Dann seid ihr dabei und aktiviert die Glocke. Dann seht ihr auch einmal so, wenn was außer der Reihe kommt, vor allem Samstag, Sonntag, Feiertag, wie auch immer. Tolles Essen, tolles Rezept oder zwei tolle Rezepte, sage ich mal. Ihr könnt es euch ausdrucken. Ich werde sie getrennt reinstellen. Einmal als dem Kartoffelbrei, also dem Kartoffelstampf, und einmal als das Ragout, sprich dieses Bierfleisch. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr lustig seid, einfach Nudeln dazu machen und den Kartoffelbrei weglassen oder den Kartoffelstampf separat machen. Rendiert sich auf alle Fälle. Passt auch überall anders gut dazu. Ja, ich bleibe euer Sven. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bringe das jetzt rein. Zumindest gleich rein, damit die Frau was zum Essen kriegt. Also, macht's gut, bis nächste Woche. So, meine Wegzehrung wie üblich. Und jetzt den Rest an Senf dazugeben. Schmeckt einfach sensationell. Ade.